Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen allen, die hier zuschauen und zuhören. Ich möchte mit Ihnen meine Gedanken, mit euch meine Gedanken zu einem Denkprojekt 20. Das ist kein Projekt, was finanziert ist. Das ist kein Projekt, das stattfindet. Es geht hier um ein Projekt, was in unseren Köpfen, in aller unserer Köpfe stattfinden sollte. Großdenken. Sie sehen das hier auf unserer Startfolie von Scientists for Future. 2014 bis 2020 waren die 7 wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Was folgt daraus? Meine These ist, die bisherigen Lösungen passen nicht zur Größenordnung des Problems. Und dies können wir ändern. Wo sind wir gedanklich zurzeit? Wir können das an einem Beispiel klar machen, an der Diskussion unseres ökologischen Fußabdrucks und des Earth Over Shoot Days. Wir wissen, die meisten von uns wissen es, dass wir in Deutschland so leben, als hätten wir 3 Planeten zur Verfügung. Das heißt, wenn jeder Erdenbürgerin so leben würde, wie wir es tun, bräuchten wir 3 Planeten. Die haben wir natürlich nicht. Das heißt, ein Planet ist unser Anteil, 2 Planeten sind irgendwoher gestohlen. Und das klassische Bewusstsein haben wir seit vielen Jahrzehnten natürlich, dass der Reichtum, der Wohlstand auf der Erde sehr ungleich verteilt und auch genutzt ist, dass die einen sehr viel besser leben, während des anderen sehr viel mehr fehlt. Das ist etwas, was wir häufig sagen, wir leben über unsere Verhältnisse, wobei man ja eigentlich das ein bisschen klarer ausdrücken sollte. Wir leben über unsere Verhältnisse, ist ein Euphemismus. Wir leben über die Verhältnisse der anderen, wie Stefan Lessenich sagt. Und die Schlussfolgerung seit Jahrzehnten daraus ist, es wäre schön, wenn wir das ändern würden. Und wir haben Ziele für Entwicklungsbeiträge, mit denen wir aus Deutschland, aus der EU, andere Länder unterstützen wollen. Aber wenn wir jetzt mal schauen auf den weltweiten Durchschnitt, dann wird das Ganze ein bisschen verwirrender, weil auch wenn man schaut, wie alle Menschen auf der Welt im Durchschnitt leben, dann brauchen diese Menschen 1,7 Planeten. Und wenn wir die Logik von eben nochmal anwenden, dann ist ein Planet unser Anteil. Mehr gibt es physikalisch, erdsystemar wirklich nicht. Und das heißt, wem sind eigentlich diese 0,7 Planeten gestohlen? Und ich weiß nicht, was Ihnen jetzt gerade einfällt, aber die Antwort ist letztendlich ganz einfach. Wir plündern die Konten unserer Kinder. Das heißt, wir nehmen jetzt heute in unserem derzeitigen Leben, im täglichen Leben, die Ressourcen in Anspruch, die eigentlich kommenden Generationen zur Verfügung stehen sollten. Und die Reaktion darauf ist vielleicht etwas intensiver, etwas stärker, gerade in den letzten Jahren ist, es wäre schön, wenn wir daran etwas ändern würden. Aber wir müssen, glaube ich, alle ehrlich sein, wir tun es nicht. Wir tun es genauso wenig, wie wir in den letzten 30 Jahren, seitdem wir die Gefahren kennen, seitdem wir wissen, was wir tun müssen, die Klimakrise verhindert haben. Und ein Grund aus meiner Sicht dafür ist, dass wir die Größenordnung der Herausforderung nicht richtig einschätzen. Die Frage ist also, wie riskant ist zum Beispiel als eine der Nachhaltigkeitskrisen der Klimawandel? Und wenn ich mit vielen EntscheidungsträgerInnen in Politik oder Wirtschaft rede, dann wird mir immer wieder klar, dass diese Menschen eine ganz andere Größenordnung im Kopf haben. Das geht von relativ trivialen Vergleichen bis hin zu vielleicht maximal Vergleichen wie, das Problem ist so schlimm wie bei der Atomfrage, bei der Frage der Kernenergie, die Endlagerung ist ungelöst, da müssen wir unbedingt was tun. Und meiner Einschätzung nach ist das um 1 bis 2 Größenordnungen zu klein gedacht. Das Risiko ist viel, viel größer. Und das brauche jetzt nicht nur ich Ihnen sagen, sondern wir können mal hinschauen, was viele andere sagen. Und da hilft es, auf die Risikoschätzung des Weltwirtschaftsforums zu schauen. Ich zeige Ihnen hier die Daten, die vor 2 Monaten ungefähr rausgekommen sind. Das wird jedes Jahr wiederholt. Man kann also auch die Vorjahresschätzungen sich anschauen. Und das Ganze funktioniert so, dass fast 800 ExpertInnen weltweit befragt werden, wie sie eine Vielzahl möglicher Ereignisse einschätzen würden. Diese Ereignisse werden von Ihnen auf 2 Achsen eingezeichnet, die Sie hier schon sehen, nämlich einmal, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Ereignis eintritt? Und zweitens, wenn es denn eingetreten ist, wie groß sind die Auswirkungen? Wie hoch ist der Schaden?
Und wir sehen hier, das sind jetzt ganz, ganz viele Ereignisse, die befragt werden. Und wichtig für uns festzuhalten ist nur, es ist keine Frage nach Klimawandel oder nach Biodiversität, sondern es ist eine Frage nach einem breiten Spektrum möglicher behaftet sind. Da stehen Vermögensblasen, da steht instabile Preise, da stehen Zusammenbruch sozialer Sicherungssysteme, digitale Ungleichheit drin. Und so divers wie diese Ereignisse sind, so divers ist auch der Kreis der Expertinnen, der befragt wird, nach ihrer Einschätzung. Ich muss betonen, was wir hier sehen, sind Einschätzungen von Expertinnen. Das sind keine sicheren wissenschaftlichen Vorhersagen. Aber wenn wir hier ein bisschen genauer hinschauen, dann sehen wir in dieser Einordnung zum Beispiel links oben, sehen wir, wo jetzt die rote Bombe dazugekommen ist, das Ereignis eines globalen Kriegs mit Massenvernichtungswaffen, was wir gewöhnlich Atomkrieg nennen. Und wir sehen, die Auswirkungen sind ziemlich katastrophal, liegen weit oben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, ist aber zum Glück sehr gering. Sie ist gering deshalb, weil so viele PolitikerInnen sich darum kümmern, weil so viel Arbeit da reinfließt, dieses Ereignis unter Kontrolle zu haben. Und jetzt male ich mit roten Kreisen einmal überall um die Ereignisse, die mit Klimawandel zu tun haben, direkt oder indirekt. Und wir sehen, diese Ereignisse sind sozusagen in einem Rechteck oben rechts, das heißt dem unangenehmen Rechteck mit hoher Wahrscheinlichkeit und großen Auswirkungen. Wir können das Bild jetzt noch ein bisschen vereinfachen und nur mal schauen, Versagen bei Bewältigung des Klimawandels und Biodiversitätsverlust sind sozusagen Top-Ereignisse, sind Top-Risiken, denen wir als globale Gesellschaft gegenüberstehen. Das wird sogar noch drastischer, wenn wir uns mal nur den Klimawandel und den globalen Krieg mit Massenvernichtungswaffen anschauen und komplett ignorieren, dass das Versagen bei der Bewältigung des Klimawandels sehr wahrscheinlich ist und der Krieg relativ unwahrscheinlich. Wir sehen alleine bei den Auswirkungen, überholt der Klimawandel einen globalen Atomkrieg. Das ist das, was ich damit meine, dass eine Einschätzung, dass das Problem des Klimawandels so auf der Größenordnung des Problems mit der Atomenergie liegt, einfach eine Fehleinschätzung ist. Es geht hier nicht darum zu beweisen, dass eine Katastrophe eintreten muss, weil sie muss nicht eintreten. Und darum geht ja auch unsere Diskussion, darum geht dieses gesamte fantastische Symposium heute. Es geht darum, dass Expertinnen, sehr viele Expertinnen aus sehr diversen Bereichen diese Einschätzung machen und dass die EntscheidungsträgerInnen in Deutschland, dass die Medien, dass in den Talkshows auf einem völlig anderen Niveau diskutiert wird. Und als WissenschaftlerInnen wollen wir dazu beitragen, dies zu ändern, diese wissenschaftlich gut basierten Einschätzungen über Risiken bekannter zu machen in der Gesellschaft. Weil wenn wir wissen, wie hoch die Risiken sind, dann können wir besser eine Abwägung treffen, welche Risiken des Wandels wir auch bereit sind einzugehen. Ich werde jetzt mal kurz ein bisschen polemisch, weil wir können jetzt überlegen, wie reagiert das Bildungssystem auf diese Herausforderung? Und dieses Bild ist polemisch. Sie sehen im Hintergrund einen Waldbrand in Oregon in den USA im Jahr 2017 und im Vordergrund die BürgerInnen. Und man könnte meinen, das sei vielleicht ein Photoshop oder was Ähnliches, aber das ist ein reales Bild mit realen Menschen. Menschen können sich tatsächlich so verhalten. Und es ist tatsächlich ein Sinnbild für das, was wir in vielen Bereichen unserer Gesellschaft machen. Wir sehen den Waldbrand, wir fühlen uns durchaus davon bedroht, aber aus dem Gefühl der Sicherheit, aus dem über 70 Jahre gewachsenen Gefühl der Unverletzlichkeit unserer deutschen Gesellschaft kommen wir so leicht gar nicht heraus. Im Moment sind wir gerade mit Covid-19 beschäftigt und SchauwissenschaftlerInnen auf die Kurven und sagen, I'll be happy when this is over. Ich werde froh sein. Ich bin froh, wenn das endlich vorbei ist. Und was wir nicht machen, ist den Blick zu weiten. Dafür haben wir gar nicht häufig die Kapazitäten. Wir würden es gerne tun. Es wäre doch schön, wenn. Aber letztendlich sind wir gefesselt von dieser Covid-Krise, die zweifellos eine echte und wahre Krise ist, die aber verglichen mit dem, was kommt, vergleichsweise klein ist. Und persönlich, ich bin Biodiversitätsexperte, ich schätze das sogar noch ein, dass die Wahrheit so aussieht, wir haben eine Covid-Krise, wir haben eine Klimakrise und noch viel, viel größer ist die Biodiversitätskrise.
John F. Kennedy hat einmal gesagt, der Feind der Wahrheit ist oft nicht die absichtlich erfundene Lüge, sondern der Mythos, der fortbesteht, überzeugend und unrealistisch. Ich glaube, wir sollten alle darüber nachdenken, welchen Mythen wir folgen, welchen Mythen wir, obwohl wir vielleicht wissen, dass sie nicht so richtig wahrscheinlich sind, sie stecken uns im Blut. Einer der Mythen ist, dass wir mit kleinen Schritten, egal wie weit und wie schnell diese Schritte sind, Hauptsache wir bewegen uns, Hauptsache wir machen kleine Schritte. Ein Mythos, den wir alle in uns tragen, ist die Hoffnung auf große technologische Durchbrüche, die uns die Mühsal des durchaus möglichen, der durchaus möglichen Bewältigung all dieser Probleme mit den vorhandenen Werkzeugen abnehmen. Wir wissen, wir können diese Zukunft bauen, wir können eine nachhaltige Zukunft jetzt bauen. Aber ja, es erfordert so viel Wandel von uns, es erfordert so viel gedankliche und finanzielle Investitionen, es erfordert so viel Kraft, Bestehendes zu ändern, dass wir doch lieber hoffen, dass irgendein genialer Erfinderin etwas erfindet, das man in den Keller bauen muss und dann gibt es an der Wand einen Schalter und den muss man umlegen und plötzlich ist die Welt gut. Das ist aber nicht so. Das war auch geschichtlich selten so. Abraham Lincoln sagte, "You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today." Aber genau das ist das, was wir häufig machen. Wir prokrastinieren, wir schieben die Dinge hinaus und wir begnügen uns damit, auf Fortschritte zu schauen, statt auf eine Zielerreichung. Ja, wir haben die Pappbecher abgeschafft in der Schulcafeteria. Wir trennen den Müll in unserer Schule jetzt besser. Wir benutzen Recyclingpapier und einmal in der Woche gibt es schon vegetarisches Essen. Ich erzähle gern die Geschichte von einer Unternehmerin, die sagt, die braucht eine neue Produktionshalle und sie erzeugt sehr nachhaltige Produkte, die unser Leben, unsere Gesellschaft verbessern werden. Das ist wunderbar, wir brauchen eine neue Produktionshalle. Und sie gibt jetzt einer Bauunternehmerin den Auftrag, diese Produktionshalle zu bauen. Und die Bauunternehmerin kommt jeden Tag zu ihr und sagt, wir haben fantastische Fortschritte gemacht. Heute ist schon wieder Folgendes passiert. Wenn wir uns das vorstellen, müssen wir uns fragen, wenn diese Unternehmerin nie fragt, ist das denn mit dem Fertigstellungstermin in Ordnung? Wird die Produktionshalle tatsächlich in 6 Monaten fertig sein? Dann könnte diese Unternehmerin demnächst pleite sein. In ganz vielen Zusammenhängen macht die Dosis eben nicht nur das Gift, sondern die Dosis macht das Medikament. Wir können nicht weiter so tun, als wüssten wir nicht, dass wir ein Problem haben, dass wir zum Beispiel eine schwere bakterielle Erkrankung haben und dass die ÄrztInnen uns ganz klar sagen können, sie müssen dieses Antibiotikum nehmen, dann werden sie gesund. Und wir sagen, oh, das Antibiotikum ist aber teuer und ich kriege leichte Kopfschmerzen davon, dann nehme ich einfach nur ein Hundertstel der Dosis. Aber das, was wir häufig tun, wir müssen groß denken, wir müssen groß genug denken, wir müssen adäquat denken, wir müssen die Lösungen der Größenordnung der Probleme quer durch alle Fächer. Ich kann selbstverständlich in Fremdsprachen frechern, entsprechende Texte lesen und mich damit auseinandersetzen und dabei gleichzeitig die Sprache lernen. Ich kann das in Physik, in Sozialwissenschaften, in Wirtschaftswissenschaften, ich kann das in praktisch allen Fächern tun. Ich muss das zu einer Gemeinschaft, zu einer Querschnittsaufgabe der Schule machen, die dann aber auch wirklich konkret mit 20% der Unterrichtszeit im Unterricht verankert ist. Das geht selbstverständlich nicht einfach on top. Das geht nur dadurch, dass man kritisch, selbstkritisch und auch schmerzhaft entscheidet, welche Unterrichtsinhalte ausgetauscht werden müssen. Und das können wir fortsetzen. Wir können sagen, wir brauchen 20% der Forschungs- und Wissenschaftsförderung, müssen absolut an diese Ziele gekoppelt werden. 20% des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und zwar quer durch alle Zeitblöcke hinweg, also nicht irgendwo um 20 Uhr bejubeln wir die Börsensteigerungen, mit denen der Konsum angeheizt wird. Und ab 23 Uhr kommen dann die Dokumentationsfilme, in denen über die Probleme berichtet wird. Wir könnten 20% der öffentlichen Werbeflächen reservieren und 20% des Öffentlichkeitsbudgets oder der Fortbildungskapazitäten aller öffentlichen Veranstaltungen, Anstalten, Betriebe und Stiftungen. Einige von Ihnen werden jetzt denken, das ist ja verrückt. Weil die Fortschritte, die wir gewohnt sind, sind ja eher so im 0,2%
Niveau der Änderungen von Curricula, von Lehrinhalten, dass wir mal ein halbes Prozent vielleicht schaffen, mal 0,2% kleinste Änderungen. Ich bin mir nicht sicher, ob 20% ausreichend sind, um die Herausforderung zu schaffen. Wir stehen vor einer unglaublichen Vielzahl von Herausforderungen. Ich habe hier ein paar aufgeschrieben, das ist überhaupt nicht vollständig. Es geht einfach nur darum, wir haben Ernährungssicherung, Süßwasser, stoffliche Belastung, Epidemien, das Nachlassen von Ökosystemleistungen, auch durch die Zerstörung, aufwendigere Ressourcengewinnung. Wir brauchen eine Konsumwende, eine echte Kreislaufwirtschaft, die nicht mehr über die Mülltonne arbeitet, sondern Cradle-to-Cradle-Prinzipien verwandelt. Wir müssen das Natur, wir möchten das Natur- und Kulturerbe erhalten. Wir brauchen eine Verkehrs-, Energie- und Bildungswende, Migration, Flüchtende, globale Erwärmung, Bevölkerungswachstum, Teilungskämpfe, Totalitarismus und Ungerechtigkeit stehen einfach nur als Beispiele für all die Dinge, die wir heute bewältigen müssen. Und das Problem ist nicht, dass wir sie nicht bewältigen können, sondern das Problem ist meiner Ansicht nach, dass wir sie weitgehend einfach liegen lassen. Wir versuchen auszuweichen den heutigen Herausforderungen, indem wir auf die Zukunft verweisen und hoffen, dass es in der Zukunft irgendjemand ist. Nur diese irgendjemand anderen, das sind unsere eigenen Kinder, das sind unsere eigenen Kinder aus der eigenen Familie, das sind unsere Neffen, das sind die Nachbarskinder. Und das Problem ist einfach, genau wie wenn jemand für das Abitur nicht richtig lernt und sagt, ach, das mache ich in den Wochen vor dem Abitur und alles verschiebt, dann vielleicht mit etwas Glück kann das noch gut gehen, aber in ganz vielen Fällen geht das dann auch schief. Wenn ich Dinge lange genug herauszögere, dann ist das eine selbsterfüllende Prophezeiung über das Scheitern. Auf der positiven Seite möchte ich Ihnen aber allen mitgeben, dass Wandel sehr schnell gehen kann. Wir sehen hier Soldaten im Zweiten Weltkrieg, britische Soldaten, die haben in Frankreich im Frühjahr 1940 verloren. England hat es gerade mal geschafft, die Soldaten von Dünkirchen auf die Insel zurückzubringen und die deutschen Nazis sagen, wir holen euch in ein paar Wochen und setzen über. Da hätte man jetzt in England sagen können, das schaffen wir nicht, das ist nicht zu schaffen. Komm, lass uns noch ein paar schöne Wochen im Sommer geschlossen. Das hat man aber nicht getan. Man ist enorm aktiv geworden. Man hat gigantische Anstrengungen unternommen und die deutschen Nazis haben es nie versucht, England zu erobern. Die Engländer haben den Krieg gewonnen. Dieser Wandel war so schnell, dass ich so vieles das, was mir heute immer, wo wir heute drüber reden, über eine leichte Mehrwertsteuererhöhung hier und dort, über die Fragen von Tempolimit, über Fragen der Aufhebung von blockierenden Regelungen für die Solargewinnung, reden darüber Monate, teilweise Jahre lang. Ich glaube, in England im Frühjahr 1940 wären solche Sachen mit einem Stapel von 100 anderen glasklar zu tunenden Dingen auf einen Stapel gepackt worden und morgens von der Regierung vor dem Frühstück, vom Parlament und Regierung vor dem Frühstück unterzeichnet worden. Und dann hätte man sich am Tag den wirklich schwierigen Problemen zugewandt. Es gab genügend Hinweise, genügend Menschen, die nach dem Zusammenbruch, nach der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs sagten, dass der Wiederaufbau in Deutschland viele Jahrzehnte dauern würde. Das hat er nicht getan. Der Kampf der Frauen um Wahlrechte hat sicherlich viele Jahrzehnte gedauert. Aber der Umbruch erfolgte dann in relativ kurzer Zeit, zwischen 1920 und 1940. Der Kampf der Schwarzen in den USA um Gleichberechtigung ist ein uralter Kampf. Er hat zu einem Bürgerkrieg geführt. Er hat 100 Jahre später zu einer Bürgerrechtsbewegung, zu einer sehr erfolgreichen Bürgerrechtsbewegung, die vieles verändert hat, geführt. Und er ist heute noch nicht beendet. Aber es gab jedes Mal diese Umbrüche, wo in relativ kurzer Zeit, häufig in weniger als 5 Jahren, Gigantisches erreicht wurde, was vorher, in den Jahrzehnten vorher, scheinbar sich überhaupt nicht zu bewegen schien. Ein ganz triviales Beispiel. Viele von uns erinnern uns an die Darstellung der Raucher. Deshalb, Wandel kann schnell gehen und ich stelle mir vor, dass wir im Jahr 2050 eine Vollversammlung der Vereinten Nationen haben und die UN-Generalsekretärin oder der UN-Generalsekretär wird dann vielleicht bei dieser Feier
Erreichung der Nachhaltigkeitsziele, der endgültigen Erreichung der Nachhaltigkeitsziele, eine Rede halten. Und ich bin mir relativ sicher, dass in dieser Rede ein Satz vorkommen wird wie dieser. Es fällt schwer zu glauben, dass das, was heute ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, früher einmal in Ordnung war. Ich glaube, wir sollten die Welt von heute mit diesen Augen betrachten, wenn wir groß genug denken, wenn die Größenordnung der Lösung zur Größenordnung der Probleme passt, dann können wir die Probleme bewältigen. Deshalb, das Projekt 20 könnte einer der nötigen Schritte dafür sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Hagedorn, für diesen Vortrag. Wir würden jetzt gern die verbliebene Zeit nutzen und Fragen, die im Chat aufgetaucht sind, mit Ihnen besprechen und entsprechend vielleicht auch von Ihnen in der noch kurzen verbliebenen Zeit eine Antwort bekommen. Die erste Frage war die Frage nach der Berechnung der Planeten, also des planetarischen Verbrauchs. Wie macht man das konkret? Ja, wie berechnet man gestohlene Planeten? Ja, das ist natürlich schwierig. Es gibt eine Methodik dazu, dass man die verschiedensten Belastungen, die wir produzieren, die wir im Konsum, in unserem Verhalten produzieren, dann umlegt, dass man das national, industriell macht. Da stehen Methodiken hinter. Die Standardmethodik ist, das in Global Hectares zu übersetzen, dass also CO2 und andere Belastungen in Global Hectares zu übersetzen und zu schauen, wie viel Global Hectares stehen denn jedem Menschen zur Verfügung. Da gibt es auch Kritik daran, an den genauen Zahlen und was wie berechnet wird, aber so grundsätzlich ist das eine praktikable Methodik. Vielen Dank. Die nächste Frage bezieht sich auf das konkrete Projekt 20, was Sie gerade vorgestellt haben. Mitgeteilt, klingt super und notwendig, aber womöglich utopisch. Ja, aber das ist doch die Frage. Utopisch heißt ja eigentlich nirgendwo, dass es ein Nirgendort ist. Aber wir brauchen nicht die Nirgendorte, wir brauchen die Vorstellungen davon, wo wir hinwollen. Wir brauchen die Ziele und wir brauchen Pläne, wie wir sie in einer bestimmten Zeit erreichen. Wenn wir eine Bergwanderung in den Alpen haben, dann mag es vielleicht anstrengend sein, auf den Berg kommen zu wollen. Aber wenn man das gut durchplant und schaut, wie schnell kann ich denn wandern, wie schnell kann ich mit meiner Familie wandern, wie schnell muss ich denn in der ersten Tageshälfte sein, dann kann man sehr erfolgreich anstrengende und sehr befriedigende Bergwanderungen machen. Wenn ich hingegen sage, naja, lass uns mal losgehen und wann immer wir wollen, halten wir an, dann werden wir das nie schaffen. Es geht also nicht um die Utopie, es geht um das Ziel und zu wissen, was brauche ich, um über den Fluss zu kommen. Eine Brücke über den Rhein ist noch nie gebaut worden, indem alle gesagt haben, na lass uns alle mal ein bisschen was mitbringen und vor Ort schauen wir dann, wie wir die Hölzer, die wir haben, zusammen, ob wir irgendwie über den Rhein kommen. So etwas muss geplant werden. Wir müssen wissen, wie breit, wie lang ist die Strecke, welche Ziele haben wir, wo müssen wir hin, wo wollen wir hin. Wenn wir das nicht haben und wenn wir unsere Geschwindigkeit dem nicht anpassen, dann ist das eine selbsterfüllende Prophezeiung des Scheiterns. Eine weitere Frage bezieht sich auf die das Eingangsstatement der Staatssekretärin, und zwar die Vermeidung struktureller Umbrüche. Meinen Sie, dass das der richtige Weg ist? Nein, ich glaube, das ist ein Mythos. Das zählt für mich zu den Mythen. Wir haben, auch wenn wir wissen, wie groß die Herausforderungen sind, ganz tief in unserem Bewusstsein verankert, dass man Dinge nur sehr, sehr langsam und in kleinsten Schritten machen kann und dass es alles freiwillig sein muss und immer alle auch einverstanden sein müssen. Das ist in den Beispielen, die ich gezeigt hatte, als Beispiele von schnellem Wandel nicht der Fall gewesen. Bestimmte Dinge müssen in einer Gesellschaft auch ausgefochten und entschieden werden. Und wenn die externen Notwendigkeiten da sind, muss man die Geschwindigkeit dem anpassen. Und wir haben dramatische externe Bedingungen. Wenn wir uns das nochmal in Erinnerung rufen, wir laufen auf Folgen in der Größenordnung eines globalen Atomkriegs zu, den Expertinnen. Diese Folgen werden von Expertinnen als sehr wahrscheinlich eingeschätzt, dass sie eintreten werden, weil unser Versagen bei der Bewältigung des Klimawandels so groß ist. Das sollte eigentlich das Oberthema aller Talkshows in den deutschen Medien sein.
Und daran müssen wir arbeiten, dass vielen Menschen das bewusst ist, in welcher irrealen Welt sie eigentlich derzeit leben. In einer Welt, die man vielleicht auch als Appeasement-Politik bezeichnen kann, so wie Chamberlain nicht wahrhaben wollte, wie welche Pläne Hitler tatsächlich hatte. Dazu passt eine weitere Frage, und zwar, wenn 20% aller Kapazitäten, also bezogen auf das von Ihnen vorgestellte Projekt 20, auf den Klimaschutz ausgerichtet werden, würden dann nicht zwangsläufig andere wichtige Bereiche vernachlässigt und auch nicht mehr ausreichend gefördert werden? Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ich sage 20% für Nachhaltigkeitsfragen, für Fragen der Gestaltung unserer Zukunft. Wie werden wir die Herausforderungen, die diversen Herausforderungen der Zukunft bewältigen? Und ich glaube, das sind so diverse Themen, dass man damit im Unterricht sehr, sehr viel Unterrichtsinhalt mit erledigen kann. Das muss darauf ausgerichtet werden, das muss auf Klimawandel, auf die Biodiversitätsverluste, auf Fragen der Landwirtschaft, auf Fragen des sozialen Gerechtigkeit, der Verteilung von Wohlstand in der Welt, den Kriegsgefahren, die sich daraus ergeben, auf Fragen, wie funktionieren wir Menschen, welche kognitiven Verzerrungen, mit welchen kognitiven Verzerrungen gehen wir daran, auf Fragen des der Friedenssicherung und des gewaltfreien Umgangs miteinander. All diese Themen spielen für mich in die Nachhaltigkeit rein. Letzte Frage in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. An wen adressieren Sie konkret dieses Projekt 20? Ja, es ist ein Denkprojekt. Ich habe nicht die Ressourcen, wir haben als Scientists for Future nicht die Ressourcen, so etwas als Projekt zu machen. Ich glaube, wir müssen uns alle als gesamte Bewegung, als Wissenschaftler, als Wissenschaftskommunizierende, als LehrerInnen darauf einstellen, als Mitarbeiter in den Bildungseinrichtungen, als Mitarbeiter in der Bildungsverwaltung und in den Ministerien darauf einstellen, dass wir groß genug denken wollen. Wenn wir uns da einig sind, so groß zu denken, dass es genügend Änderung gibt, dass die Änderung nicht beliebig klein sein darf, sondern dass wir uns dafür verkämpfen müssen, dass die Änderung groß genug ist, dann habe ich tatsächlich Hoffnung, dass wir das gemeinsam schaffen können. Aber das ist kein Projekt, für das man bei der DBU eine Projektförderung beantragt. Und jetzt allerletzte Frage noch, und zwar, inwieweit ist die Förderung der Naturwissenschaften nicht ein wesentlicher Baustein? Die Förderung der Naturwissenschaften ist ein wesentlicher Baustein. Wir sehen das ja, die Förderung von mathematischem, statistischem Verständnis, aber auch von den Verständnissen von Wissenschaftsphilosophie, von den Grundlagen der Methodik von Wissenschaft, sind aus meiner naturwissenschaftlichen Sicht selbstverständlich ganz wesentliche Dinge. Ich denke, wir sehen gerade in der aktuellen Covid-Krise, wie viele Missverständnisse es gibt, dass wir vor 4 Wochen die dritte Welle ganz klar sehen konnten und ganz genau rechnen konnten, was passieren würde, und trotzdem sehr kluge, sehr verantwortungsbewusste Menschen nicht in der Lage waren, diese Informationen tatsächlich aufzunehmen und in ihr Denken einzubeziehen und stattdessen über Lockerungsstrategien redeten. Über Lockerungsstrategien, das heißt nicht, dass ich sage, alles, was wir machen, ist richtig, aber wenn wir etwas machen, dann müssen wir einbeziehen, das, was kommen wird. Das erfordert eine gewisse Bildung, und gerade die Bildung über die Gefahren, wie exponentielle Ereignisse sich fortpflanzen, ist, glaube ich, in Deutschland in den Schulen nicht besonders gut in den letzten Jahrzehnten vorbereitet worden.